Online-Werbung. Warum du nicht mehr darauf verzichten solltest. Ja, willkommen zum YouTube-Channel der A&M. Mein Name ist Saad Chamo, ich bin hier im Marketing tätig. Ich möchte euch heute das Thema Online-Werbung für Handwerker, für dein Unternehmen heute ein bisschen vorstellen, warum es eigentlich immer wichtiger ist, warum du unbedingt darauf setzen solltest. Legen wir einfach mal los. Eine Sache, die ich vielen unserer Partnern immer wieder sage, ist, wenn du es nicht machst, macht es ein anderer. Ja, wir leben 2023, die Digitalisierung boomt, jedes Unternehmen geht online. Es geht darum, dass früher oder später jedes Unternehmen auf der Online-Welt vertreten sein wird. Ob sie jetzt nur Content kreiert für ihre Social-Media-Plattform, ob sie auch Werbung macht, ob sie Werbung, um Mitarbeiter zu finden, macht. Oder. Das heißt, du nimmst dir selber eine Chance, wenn du nicht auf diesen Zug draufspringst. Das ist halt mit das Wichtigste. Letztendlich ist es halt so, wir haben viele Partner, die dann kommen und die sich dann ein bisschen schwer tun, zum Beispiel auch mal eine Facebook-Seite, Instagram-Seite zu erstellen. Und dann muss ich ehrlich gesagt einfach fragen, warum? Eine ganz einfache Frage, warum? Weil es eigentlich keine Gründe gibt, die Seite nicht zu erstellen. Also klar, es ist ein bisschen Aufwand mit verknüpft, dass man vielleicht ab und zu was posten muss oder. Aber wenn du es nicht machst, wie am Anfang gesagt, macht es ein anderer. Und hier ergeht dir die Chance, vielleicht auch potenziell neue Kunden zu finden, potenziell neue Mitarbeiter zu finden. Und ich kann dir sagen, dass laut einer Statistik knapp 30% aller Handwerksbetriebe schon Online-Werbung machen. Das heißt, die Tendenz ist steigend. Wir werden bald irgendwo natürlich in den nächsten 5, 6, 7 Jahren auch schon bei 60, 70 sein, weil die Wichtigkeit wird immer wieder erkannt und wird immer wieder bewusst, gerade wenn man im Empfehlungsmarkt vielleicht im Vertrieb so gerade einen Stocken hat, dann braucht man neue Kanäle, wie man neue Kundenanfragen bekommt. Auch ganz, ganz wichtig, wenn du neue Mitarbeiter suchst, wie sollen die Leute wissen, dass du neue Mitarbeiter suchst? Eine Zeitung liest heute keiner mehr. Ja? Das ist Fakt und das ist auch statistisch bewiesen, dass eine Online, also dass die Leute 5-mal öfter am Tag auf Social Media online sind als auf einer Zeitung. Und vor allem die Zielgruppe ist jetzt nochmal die Frage. Vor allem im Mitarbeiterbereich wirst du nicht viele Jüngere finden, die jetzt noch eine Zeitung aufschlagen. Das heißt, es wird kein Weg dran vorbeiführen und für dich ist jetzt wichtig, wie erreiche ich den idealen Zeitpunkt? Diesen Punkt oder diese Hürde wollen wir dir natürlich auch nehmen. Das heißt, wir sind der Partner für Handwerker im Marketing. Das heißt, wir wollen natürlich, dass du die Digitalisierung anfängst und sei es, wenn es der Anfang ist, eine Facebook-Seite zu erstellen oder deine erste Online-Werbung zu schalten. Wir unterstützen dich dabei, wir haben die Blaupausen dafür. Wir begleiten dich von A bis Z. Wir nehmen dir alle Arbeit ab. Du hast am Ende eigentlich nur die Verwaltung dahinter und da unterstützen wir dich auch noch. Wenn das für dich immer noch nicht genug Infos waren und du endlich Fuß fassen willst in der Online-Welt, deine erste Werbung schalten möchtest, dann würde ich dir empfehlen, komm auf den Partner am Handwerk zurück, der A&M-Beratung. Buch dir eine kostenfreie Potenzialanalyse auf unserer Webseite.